Markus? Flo! Markus? Flo! Markus? Es ist das Schiff! Jo, Chewbacca ist ein Art, ne? Das war Chewbacca im Stimmbruch. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Man of Medan. Ich begrüße wieder an meiner Seite den lieben Flo von For You. Hello again. Again, hello, my boy. Genau. Und wir sind jetzt auf dem Zweiten Weltkriegsschiff gelandet. Auf dem Zweiten Weltkriegsschiff. Richtig, genau. Auf dem Zweiten Weltkriegsschiff. Und das wir noch aus der ersten Episode kennen. Und wir sind sehr gespannt, was uns erwarten tun tut. Erwartet uns das kalte Grauen. Es ist Stahl. Stahl ist immer kalt. Und es ist nachts. Und es regnet. Und genau. Es ist dunkel. Nachts ist es kälter als dunkel. Aber die Mädels haben noch keine harte Nippel. Vielleicht. Aber einen harten Bauchnabel hatte Julia. Das stimmt. Schauen wir mal. Dann machen wir mal weiter. Ob man damit auch Flaschen öffnen kann? So. Bild. Ja, ich habe auch. Nee, Zeitung. Mir ist eine Zeitung. Was da wohl passiert ist? Das sieht hier aus, als ob einer den Namen oder irgend sowas ausgekratzt hat. Als wir dir sagten, das wird ein nettes Abenteuerchen. Stand alles im Kleinen. Genau. Aha. Extras? Hey, guck, was ich gefunden habe. Das ist echt unheimlich. Ah, oh Gott. Komm schon. Bei mir ist gerade eine Brille ohne Hilfe hochgeschwebt und auf einmal ist eine Hand aufgetaucht. Meine okay. Hand. Oh, gruselig. Hä, kann ich da jetzt eben nicht helfen? Dem ist nicht mehr zu helfen. Ich hoffe jetzt einfach mal weiter. Hallo, ich will mich auf diesen scheiß Stuhl setzen. Okay. Achso, weiter geht's. Warum es wohl verlassen ist? Ah, okay. Warum das wohl abgerissen wurde? Ja, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Wie sieht's aus? Ich kriege ihn nicht auf. Yeah! Ich wollte ihm schon die ganze Zeit helfen, aber... Ja, es muss halt erst die richtige Frau kommen. Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit. Wow, 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 wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Was ist denn aus dem großen Helden geworden, ha? Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Nein, ich mach das. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Okay. Halt, halt! Vielleicht sollten wir die Tür verbarrikadieren. Okay. Ich nehme mich der Sache an. Ging die nach außen oder nach innen auf? Tja, das wird man dann merken. Ich weiß es echt nicht mehr. Hey, hey. Toll. Ja, mir hilft doch jemand. Sehr gut. Ach komm, also stellt euch jetzt nicht an. Ist doch gut jetzt. Das ist hier massives Holz hier. Okay.
Oh oh. Komm schnell, 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 schnell. Wir könnten das Loch in der Wand oder so. Oh nein! Ah, toll. Das kam jetzt plötzlich. Ja, das kam echt plötzlich. Hast du auch plötzlich. X gedrückt? Ja. Ich hab direkt X ich gedrückt. Auch. Oh, Menno. Das konnte man ja nicht wissen, dass es das wieder so ist. Fuck. Ich hab gedacht, man müsste jetzt schnell X drücken. Hab ich auch gedacht. Ja. For you ist jetzt ist Julia. Wollte schon immer sein. Wir müssen jetzt weiter. Ach, Scheiße. Wir müssen flippen. Grüße gehen raus. Ja, holen wir sie. Niemals. Keine Heldentaten. Wir müssen schnellstens ganz weit weg. Scheiße. Du hast recht. Ja, aber mein Gott, das, ich glaube, das haben saumäßig viele verkackt. Ja, glaube ich auch. Gerade beim ersten Weil Mal. Die Mechanik kam ja gerade ganz am Anfang. Und sonst war es immer Quicktime und schnell drücken. Und jetzt auf einmal kam wieder erst nach einem gewissen Takt. Oh, hier ist eine Tür. Oh, ja. Hast du gesehen? Nein. Ich habe gerade da... Du, ich bin allein in einem Raum. Ich weiß... Eine Matrosin gesehen. Die, wo man so kennt aus den Werbungen. Da halt. Oh, nö. Du, ja, ich bin hier alleine in einem Raum. Also daher... Ich bin auch gerade hier alleine mit meiner Taschenlampe. Alles ist cool, ich habe festen Stuhl noch. Ratte! Wie läuft man nochmal schnell? L1. Glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr, ich habe einen braunen Strich in der Hose. Na, nimm's doch. Ich habe die geheimen Tagebücher gefunden. Ach du Scheiße. 19. Juni. Habe im Frachtraum Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufweisen. Habe unseren Schiffsbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe dem Kapitän geraten, bei der Heimreise Vorsicht walten zu lassen. Insbesondere bei schlechtem Wetter. Zu große Belastung könnte leicht einen Kielbruch verursachen. 20. Juni. Es gab Beschwerden über Fehlfunktionen der elektronischen Ausrüstung. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich Zinnwhiskerbildung an mehreren Komponenten festgestellt. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindung mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und soll die Whiskerbildung verlangsamen. Sehr schön. Markus, wo bist du? Gut, dass wir das gelesen haben. Immer noch im was auch immer das ist. Ja, ich finde euch nicht mehr. Warte mal, ich habe gerade jemanden gesehen. Ich hoffe, das ist jemand von uns. Also ich bin auf dem Klo. Oder vorne läuft. Was mit ihm passiert ist. Okay. Vielleicht sind alle in einem Frachtraum wegen der Überraschungsparty. Wow. Was war denn das? Nein, ich werde nicht nachschauen, was das war. Ich glaube, ich habe gleich wieder eine Vorahnung. Bist du gerade ausgegangen durch die Tür? Okay, ich habe eine Vorahnung. Gerade auf, was weiß ich. Weiß jetzt gerade selber gerade. Ah, okay. So, okay. Ah ja, du okay, wolltest ja jetzt, dass mal ein bisschen Horror kommt. Da ist auf jeden Fall jemand. Bei dir auch gerade eine Sequenz wieder. Nein, ne? Ich laufe und suche euch, verdammte Scheiße. Okay. Ja, was war das? Ja, es ist gerade bin ich irgendwie rausgezogen worden und bin irgendwo durchgeklitscht. Ja. Okay. Ja, also die Sequenz ist bei mir jetzt auch. Wäre jetzt schön, wenn es den erwischen würde, ne? Ah ja, da ist die Julia auch mal wieder. Hey, seht mal.
Ist das die Verteilerkappe? Der Duke? Wir brauchen sie. Marshall! Nein. Welche Kappe? Das sieht da unten. Das haben sie von der Duke. Eine Verteilerkappe. Oh. Ich dachte, du meinst eine Kappe, also ein Cappy. Ernsthaft? Dafür hast du eine Entscheidung getroffen? Komm schon, wir müssen das durch. Ja. Oh mein Gott, jetzt warte mal. Ein sportlicher Nerd, das ist unrealistisch. Aber echt. Nicht gut durchdacht, die, diesen Charakter. Nein. Brett Vaughn, genau. Da komm. Gott, ich will dich hauen. Also bis wir hier raus sind, hat hier jeder Fuß Herpes. Ja, weil. Ja, ist klar. Du steuerst gerade den Nerd, nein, oder was? Nein, gar nicht. Okay. Da stand jetzt auch nichts irgendwie, ich glaube, das kannst du auch nur indirekt beeinflussen. Okay. Okay. Qui est là? Je vous ai entendu. Qui est là? Ja, ich bin Killer. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Guter Wurf. Sehr gut. Mist. Ah, nee. Adept, der Bub. Ich seh dich. Der ganze Bub, Adept. Komm raus. Stell dich rüber zu ihr. Wir folgen ihm. Nicht aus den Augen lassen. Okay. Da waren's nur noch drei. Ja, sind alle noch am Leben, alles noch gut. Drei junge Erwachsene auf einem Geisterschiff. Der eine hat in die Hose gemacht, der andere hat geschifft. Wie können eigentlich noch Ratten da überleben? Wohin bringst du mich? Ach toll. Du glaubst, was sag ich dir? Darf ich den Anna spielen? Ich weiß gar nicht mal, wie er heißt. Der Alex. Ah ne, der Alex ist der. Achso, doch, der Bruder ist der Alex, der wohl jetzt geheiratet hat. Oder ja. verlobt hat. Das ist der Alex. Ja, der spiele ich jetzt gerade. Glückwunsch. Ja. Ich bin die Liz. Okay. Stopp. Küche. Schau ich mir mal wo die Speisekarte an, oder nicht? Okay, komm raus! Ja. Zeig dich! Verdammt!
Oh ja. Okay, es ist spannend. Oh scheiße, das ist wieder dieser grüne Nebel. So, dann schauen wir uns mal weiter hier um. Guck mal, lecker Eintopf. Naja, nicht mehr ganz so lecker. Geräusch? Das ist schön. Ich glaube, der ist durchgedreht. Waren wir hier nicht schon? Ich meine, du stirbst hier und dein Geist. Oh, ich glaube, hier gibt es wieder eine Vorahnung. Ach was. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Okay. Okay. Ich habe hier bei mir eine Leiche. Auch nicht schlecht. Was passiert ist bei dem Gesicht? Keine Ahnung. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olson finden. Los! Olson! Merde! Qu'est-ce que tu fais? Aber die Kameraführung, Bildern, alles. Oh, das ist geil. Was war denn das gerade? War eine Hand. Ach, wieder eine Vorahnung. Hey! Ich konnte mir die Vorahnung nicht angucken, weil so ein Arschloch mich weggeschubst hat. Oh oh. C'est quoi ce bordel? Oh shit. Okay, was war das jetzt? Ich weiß nicht. Also bei mir ist gerade was passiert. Okay. Ich bin gerade in der Kapelle mit den Sägen. Oh scheiße. Hey, was? Komm schon. Halt, warte mal, hier war doch die Vorahnung. Die will ich mir jetzt auch anschauen. Hä? Ah, ja. Hier sind gleich zwei drin. So. Okay. Das ist eine seltsame Vorahnung. Ich habe so einen Typ mit Stab gesehen. Mhm. Ich habe gerade einen Sarg geöffnet. Hat sich's gelohnt? Ja. Ich habe gerade eine verschlossene Tür geöffnet. War ein zweiköpfiges Skelett drin. Und kein dreiköpfiger Affe. Geh mir mal ein altes. Was soll da schon passieren, wenn ich da reinschaue? War mir klar, dass da jetzt nichts kommt. Wäre auch zu offensichtlich gewesen. Jetzt gucken wir nochmal, ob jetzt wirklich nichts kommt. Ah! Vorhang. Ah, toll. Oh, okay. Ich will nicht mehr. Ha 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 ha.
Wer hat das Licht ausgemacht? Sieht nicht gut aus. Was war das? Alter! Ja, bei mir ist auch gerade ein Kopf runtergefallen, aber ich war ganz entspannt. Bei mir war es auch ein Kopf, aber es ist nicht runtergefallen. Da war was. Was soll das? Das war so ein Jumpscare à la Until Dawn, wo du durch dieses, nicht Fernglas, wie sagt man? Wo da kurz der Wendigo ins Bild kommt für eine Sekunde. So war das gerade. Wow, okay. Ah! Ah! Da war was. Ich will nicht mehr. Mark. Ja, wir lassen den jetzt mal einfach so da liegen. Alter! Gehen wir einfach mal in die Richtung, wo das Ding da gerade war. Alter, das haben die aber geil gemacht. Und jetzt? Also das war gerade ein richtig, das war richtig geil. Das war nichts, was dir wirklich so ins Gesicht springt. Das war wirklich so, du musst auf den Hintergrund achten, dann siehst du es. Da ist ein Messer, hol dieses Scheiß. Ja, hol es mit, genau. Danke, nimm das Messer mit. Was soll schon passieren, wenn ich jetzt mit dem Messer rumlaufe? Oha. Der ist doch da der andere Typ. Hä? Hast du jetzt eine Sequenz gerade? Nein, oder nein, sowas? Ich laufe gerade nur so rum. Okay. Ja. Bei mir war es jetzt gerade einer aufgetaucht mit einem Vorschlaghammer. Ach, ich könnte mir vorstellen, dass das wieder hier der Anführer der Piraten, ja, ist, weil der sich ja den Hammer geschnappt hat. Wir wissen es nicht, kann sein. Wir wissen nur, es ist so ordentlich was los hier auf dem Schiff. Bei mir war wahrscheinlich jetzt noch nicht unbedingt so viel spooky dabei wie jetzt beim Flo. aber trotzdem, es ist sehr interessant, sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt auf unserer Entdeckungstour auf dem Boot noch so weiter entdecken werden. Die reicht's. Die reicht's. Die reicht's. Langt. Ja. Reicht. Reicht. Genau. Ich bin raus. Nein. Wenn ihr es genauso feiert momentan, dann könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich finde es immer noch sehr, sehr cool, wie der Koop da gelöst worden ist. Dass da jeder. Das lädt einfach auch zum. Also der Wiederspielwert ist auf jeden Fall wieder da. Ja, das definitiv. Kann man jetzt schon sagen. Das kann man jetzt schon sagen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch mal gespannt auf die anderen Modis, aber das kommt alles dann noch, wenn wir das mal erstmal durch haben. Ja. Wie gesagt, bin gespannt, was passiert in Folge 6 dann. Seid's mit mir auch. Und Flo, hast du noch was auf dem Herzen? Auf dem Herzen nicht, aber in der Hose. In der Hose? Ja. Das machen wir jetzt sauber. Na, dann geht's ich wieder weiter. Ich brauche einen neuen Bürostuhl. Alter. Du, aber ein paar von den Schrecksequenzen, würde ich jetzt gerade noch sagen, werden ausgelöst, wenn du dich ein bisschen umguckst. Also ich habe mir was angeguckt, okay. Hab nach links. Beim ersten Mal ist nichts passiert, beim zweiten Mal auch nicht. Erst als ich mal nach links und dann nach rechts geguckt habe, ist was passiert. Du kannst dich ja mit dem Kopf auch noch bewegen, wenn du dir manche Dinge anschaust. Ah, okay. Ja, okay. Gut. Das war jetzt zweimal bei mir hintereinander, also ja. Ja, schauen wir mal, was bei mir noch so passiert. Oh Gott. Und bei dir noch. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Macht's gut, Leute. Bis dann und ciao.